und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Und zwar hatte sich der gute MyRodPlays, ich nehme mal an, dass man ihn so ausspricht, sich ein Tutorial zu der Speicherzelle gewünscht, die ich in meinem Let's Show gezeigt habe. Und deswegen zeige ich die jetzt gerade. Und wir sind jetzt gerade hier wieder in meiner Tutorial-Welt. Und an meinem Schloss. Jetzt muss ich hier mal gerade. Also ich habe das in meiner Let's Show Welt jetzt mit Dispensern gelöst. Das ist ein bisschen besser. Ja, hier müsste noch einer hin. Na? So. Wow. Und zwar die Speicherzelle. Dazu baut ihr einfach in einem 9x9 Blöckefeld links oben in die Ecke und rechts unten in die Ecke, oder ist eigentlich egal. Also einfach in die beiden Ecken jeweils einen Klotz und baut zwei Inverter, also in die Richtung und einen in die andere Richtung. Das ist sehr wichtig, dass die so gegeneinander stehen. Und dann verbindet ihr einfach die beiden mit Redstone. Fertig ist die Speicherzelle. Jetzt könnt ihr zum Beispiel hier einen Input hineinmachen und dann hier ein anderes. Jetzt brauche ich mal gerade zwei Platten. Ne? Oder ja, lösen wir es einfach mal mit Schaltern. Ist ja auch eine gute Idee. Und sie schaltet sich um und schaltet sich nicht wieder zurück, obwohl der Schalter zurückgeht, und wieder schaltet sie sich nicht zurück. Und sie speichert das eingehende Signal, auch wenn der Schalter jetzt wieder hier zurückschlägt. Und das ist natürlich sehr praktisch für verschiedene Zwecke, zum Beispiel für eine Tür. Die öffnet man dann hier, geht rein, und auf der anderen Seite ist dann hier so ein Schalter und macht sie wieder zu. Und dann hat man sozusagen Schalter, aber wenn ich dasselbe mit Schaltern machen würde, dann wäre es zum Beispiel so, wenn man jetzt zum Beispiel, würde man zum Beispiel jetzt hier eine Tür haben und macht den Schalter an, geht rein, macht auf der anderen Seite den Schalter zu. Jetzt hat man zum Beispiel noch eine Hintertür, geht durch die raus und dann möchte man wieder vorne rein. Dann wird der Schalter hinter der Tür die Tür zuhalten, sodass man sie nicht mit dem Schalter außerhalb der Tür öffnen kann. Und für sowas ist dann die Speicherzelle praktisch, weil man das dann nicht mit Schaltern lösen kann, sondern mit solchen Knöpfen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses sehr kurze Tutorial gefallen und ja, tschüss.